Hi Leute, Tobi hier. Und zwar die Frage, wie kann ich mich gesund ernähren heutzutage in unserer Gesellschaft? Über die Frage wollte ich heute mal ein kleines Video machen. Und zwar meinen ja viele oder viele glauben einfach, es ist schwer, sich gesund zu ernähren und gar nicht umsetzbar in unserer Gesellschaft. Und ja, mit sozialen Kontakten, wie macht man das denn dann? Ja, es ist schwer, aber man lernt einfach, damit umzugehen. Nach einer Zeit wird es immer einfacher, damit umzugehen. Ja, und was ich auch gemerkt habe, zum Beispiel vegan war bei mir eigentlich noch das Schwierigste, wo ich mit vegan angefangen habe. Gab es noch nicht viele vegane Sachen. Das hat sich ja jetzt erst so in den letzten 3-4 Jahren so richtig explosionsartig entwickelt eigentlich, dass man jetzt heutzutage überall vegane Sachen bekommt. Auch in jedem normalen Restaurant gibt es nicht mehr nur ein vegetarisches Gericht, sondern auch 1-2 vegane Gerichte oder ein vegetarisches Gericht ist meist vegan. Und das wurde schon viel einfacher mit vegan, als ich angefangen habe. Was in den meisten Restaurants wirklich noch sehr schwer. Du hattest vielleicht ein Restaurant in größeren Städten immer, die veganes Essen mal hatten. Ja, aber als ich dann umso mehr gesünder umgestellt habe und so weiter. Und jetzt mit Rohkost ist es sowieso für mich jetzt das Leichteste überhaupt. Ich plane keine Mahlzeit mehr, ich muss nichts mehr nachdenken. Das Beste, was man für seinen Körper machen kann, ist eh Fasten. Wenn es nichts Gutes gibt, esse ich nichts. Das ist das Beste, was du machen kannst für deinen Körper. Und ja, einfach mal ein bisschen über Fasten informieren. Und wenn man das öfter gemacht hat, dann ist es auch einfach ein ganz gutes Gefühl. Man hat da keine schlechten Gefühle mehr dabei oder man hat kein Verlangen mehr danach zu essen. Wenn man mal 1-2 Tage fastet zwischendrin, ist es kein Problem. Dann, man nimmt dabei auch nichts ab. Und wenn man halt mal einen gewissen Gesundheitszustand erreicht hat. Und ja, das ist eben der Punkt. Umso gesünder man dann ist, umso einfacher man ist, umso einfacher wird es auch. Ich nehme mir einfach irgendwo notfalls eine Packung Datteln in kleinen Kompakt. Datteln sind jetzt getrocknet, nicht das Beste, wenn man frischere hat. Natürlich besser, aber zum Mitnehmen perfekt. Und im Restaurant ist auch viel einfacher für mich jetzt eigentlich als vorher vegan zu essen. Ich esse halt einfach einen Salat. Sagt man halt, ey, ich will einen Salat, einfach ohne Käse oder was auch immer, statt ein Dressing sagst du halt einfach, ja, einfach nur Zitrone als Dressing, fertig. Perfekt. Kann man überall hingehen, kann man mit jedem essen gehen, völlig egal, isst halt einen Salat. Und es wird eigentlich immer viel einfacher. Umso einfacher, umso gesünder man ist, eben fasten, dann einfach nur einen Salat essen, fertig, das war's. Ja, das ist das Einfachste, was es gibt. Und wenn man sich mal von den ganzen Abhängigkeiten losgelöst hat und nicht mehr so danach giert, irgendwelche ungesunden Sachen zu essen, wenn man das mal eine längere Zeit lang macht, dann ist es einfach das Einfachste auf der Welt. Du musst nichts mehr kochen, du nimmst dir die Frucht, du isst sie, fertig. Kein Kochen, kein Zubereiten, kein Abwaschen. Das ist das Einfachste, was es gibt auf der Welt. Du sparst so viel Zeit. Ja, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Und nach einer Zeit entwickelt man auch wirklich wieder einen richtig göttlichen Genuss für diese Früchte. Es ist keine Askese, es ist kein Zwang nach einer Zeit. Nach einer Zeit ist es einfach nur noch Genuss. Du weißt, ihr kennt es doch, geiles Wetter. Wassermelone ist das Beste, was es gibt in dem Moment. Es gibt's Besseres. Ja, Sommerstrand, eine Wassermelone, kühlt dich perfekt runter. Ja, das war das heutige Thema. Hinterlasst einen Kommentar unter dem Video, abonniert den Kanal. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.